praktischer, einfach die Strände zu schließen. Aber warum sollte man das tun, wenn man einfach eine Truppe bewaffneter Einheimischer auf Amphetamin losschicken kann? Vorbei. Und bei Flamingo Joe's wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. Der Hoosier Hitzkopf, Fähnrich Tyler Dixon. Jetzt Ansprüche in Frage stellen. All I see is water.
Gewesen des Haiweibchens provoziert die Bürger von Port Clovis noch mehr. Dass Port Clovis sein Schurkenhai-Weibchen völlig vergessen hat. Vorerst. Selbst für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. Haben sich vor Ort versammelt. Hell, I don't know. Maybe she's scared of us.
Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Und so endet die Kopfgeldjagd. Freund Jeff hat einen Partykahn zu verkaufen, wenn man bereit ist, nach Hot Springs, Arkansas zu fahren. Haie greifen Boote eher in Gebieten an, die seltener von Schwimmern oder Tauchern besucht werden. Jäger den Haien zeigen, wo ihr Platz ist, stellen sie sicher, dass sie auf Kurs bleiben, damit wir nicht in Anarchie leben wie in Planet der Affen. Die Jagd ist vorüber, aber dies ist nur eine Verschnaufpause im ewigen Kräftemessen zwischen Mensch und Natur. Kehrt in die Grotte zurück, um sich auf seinen persönlichen Wandel zu konzentrieren.
Träumen davon, zur See zu fahren und ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, Haie in die Luft zu sprengen. Haifischjagd neigt sich dem Ende zu. Haifischjäger ist der einzige, der Touristen vor einem riesen, schrecklichen Buch bewahrt. Abgesehen davon, dem Strand einfach ein paar Stunden fernzubleiben.
einmal kehrt der Hai zu diesem Ort der Ruhe zurück.